Auch unter Literaten gibt es kompromissbereite Leute, wie folgende Anekdote beweist. Otto Erich Hartleben und Otto Julius Bierbaum gingen durch Münchens englischen Garten. Als vor ihnen ein Vogel aufflog, meinte Hartleben, ein Rebhuhn. Nein, sagte Bierbaum, eine Wildente. Eine Weile stritten sie. Dann schlug Hartleben vor, also gut, nennen wir den Vogel Wildhuhn. Bierbaum hatte einen anderen Kompromissvorschlag. Rebente.